Und willkommen zurück. Gut möglich, dass ich das hier mit den Hosen missverstanden habe. Na, so. Und zwar benötigt das ja nicht weniger Zeit zum Rechargen. Naja, eigentlich schon. Aber vielleicht ist es damit auch so, dass die Zeitsprünge einfach schneller voll sind. Also das Rechargen, dass das schneller geht. Oder anders gesagt, dass diese 16 Runden, die jetzt hier sind, dass die schneller voll sind. Also, dass ich das Ding quasi effektiv nach 15 Runden voll habe. Dass das an einer Runde quasi, dass der Cooldown um 2 Runden sinkt. Das könnte ich mir dann noch vorstellen. Dann steigere ich mal gerade die Kriegerin noch. Und die kriegt ein bisschen Stärke dazu. Und die sollte da was bekommen. So. Jetzt hat er natürlich hier wieder die Hosen übrig. Fire Resistance und Critical Hit Chance ist eigentlich schon ziemlich gut. Und hier ist auch nochmal Less Time for Abilities to Recharge. Na, das könnte schon ganz ordentlich stacken. Chance to Parry. Ja. Was hat die denn an? Evade Attacks, Curse Resistance. Naja. Und er hier? 3 Protection. Das ist nicht. Kriegt er die noch mit? Kann er nicht benutzen, aber. ...20% für Evade. Kann die benutzen. Wobei bei ihr der Evade vermutlich besser aufgehoben wäre, aber naja. Gut, dann. Gehe ich als nächstes nochmal ins Gefängnis. Ich denke, da haben wir jetzt wieder eine neue Möglichkeit. True Dungeons! Weiter eine Quest zu machen. Nein, nur jemand mit dem alten. Welcome and I need to talk to the eternal prisoner. Looks worried. Ah, that is difficult. Redbeard likes people to see him useful example, you know, but lately there have been incidents. Incidents? Magical disruptions, ghost sightings, unexplained drafts. I won't be able to let you see the poor fellow until it's all cleared up. I'm sure you understand. Another question. Can help you find Chabon. I'm a Mamora Knots. I applaud your initiative, Colano, and I've heard good things about your skills. Why you might even be able to survive the hunt. The only route the traitor could have taken is through the deep cells. Go downstairs, explore them, and see if you can find Chabon. Oh yes, the gate to the deep cells is locked. I will have it unlocked for you. Anything I should know? What should I do when I find him? Just kill him. Lavon assures me that she has learned all she needs to from... Lavon assures me that she has learned all she needs to from him. Not that I trust her about anything. Anything I should know? I Memora thinks. Then he slaps his forehead. Of course, I forgot. Grassmaster Nicodemus just installed a new turret defense system in the cells. And Chabon is a tinker mage who knows what mischief he worked down there.
I suggest avoiding the turrets as much as possible. That's all for now. Thanks. Okay. Das ist ja hervorragend. Was haben wir? Hier ist es offen jetzt? Nein! Einmal Mora's Two Assistance hier. Habe ich hier doch gar nicht geklickt. Naja. Will ich hier erstmal rüberlatschen und gucken, ob hier noch irgendwas offen ist oder wieder offen ist. Mal zu. Und dann mit dem Typ hier reden. What was that? Ja, Geist. Ja, im Grunde habe ich ja hier schon alles durchgelabert. You said you're here to teach. What are you here to teach me? Ja, ist ja super, weil ich choose to live. Hope somebody I might be free. I thought this is better than the void. I was wrong. Maybe I can free you. Do not try, you will end up like me. Someday Redbird will die and maybe his follower will have mercy. Before I go, tell me this. What is your name? Silent for a long time, then he makes a hideous gurgling noise. You soon realize that he is laughing. Lost I had. For a year it came back to me, my name and my title. I forgot my title for so long, now I know. It was hard. Lexrem, thank you, that is all of me. I return to silence. He closes his eyes. Aha. Mal gucken, ob das reicht. Gucken, ob wir hier durchlatschen können oder ob das da abgeschlossen war. War offen, super. Dann mal in die tiefen Zellen. There are glowing letters floating just above the surface of this obelisk. They look like they could shimmer and change at any moment. They currently read, warning, security breach, turrets are currently active. There are long rows of cells under the main floor of the prison, destroyed in the assault on Avedon. The workers of the Black Fortress have been trying to restore them to working condition. Then Chabon passed through. It's a chaotic scene now. The workers are gone. Many of the walls have been smashed. The turrets scanning the halls swing wildly from side to side, ready to fire at anyone who comes inside. Those turrets are large, armored, powerful and unpredictable. Staying out of sight of them might be wise. Ach Quatsch, ich schieße sie alle kaputt. Hier was drin. Wer hat mir jetzt den Kampf eröffnet? Sind es die Turrets? Wieso hat der... Okay, da oben ist noch was. Escape Ratch. Wieso hat die Turret auf mich schießen können? Oder haben die mal ausnahmsweise eine höhere Reichweite? Jedenfalls erstmal die platt. Wretch.
Wieso hat die 9 AP? Die sollte 10 haben. Einen dadurch und einen dadurch. Resisted. Gut. Schritt auf Seite. Ah, ich besser das andere genutzt. Das will ich nicht überleben. Dann gucke ich erstmal, dass die mit ihren Punkten entkommen. Das kann doch nicht sein, dass er. Jetzt hat sie 10. Okay. Viel Spaß damit. So, und die kann ja die Seite dann tanken, beziehungsweise Schamane Knuckleball muss weg. Okay, kriegt aber nur die ab. Ah, das ist zu red. Auf nix. Ace it, kann man heilen. Der war mal nichts, der Angriff. Wieder einer weniger. Vielleicht ist es vorbei mit ihm. Ganz gut Schaden. Die Burschen. So. Hat wieder nur 9 Punkte. Das macht doch keinen Sinn.
Den würde ich erst töten. Ach. Das war jetzt ganz blöd, weil es ging ja dann Cleave Damage ab. Eigentlich sollte jede Runde zweimal angreifen können. Das war zumindest der Plan. Jetzt hat es aber wieder nur noch 9. Da ist irgendwas Murks. Escaped Ogre. Da ist noch einer. Viel aushalten tun die nicht. Gashler, Schamane. Wieder 10 Punkte. Hasted. Zum Schaman. Hasted. Das Vieh, die Turrets, die missen doch recht häufig gegen die. So, weg mit dir.
Quatsch. Und du auch noch. Ah, fehlt. So, ab in den Raum. So. Wen habe ich denn da? Escaped Rebel. Dann komm mal. Noch einer. Noch einer. Was haben wir da? Turrets. Schamane. Nicht so gut. Wir haben jetzt wieder Pathfinding-Probleme. Na, wir können noch einmal warten. Man heißt. Beinschild, das ist schlecht. Naja, eigentlich ist es nicht so dramatisch. Dadurch, dass ich ja sowieso hauptsächlich keinen Kampfschaden mache. Und die zum Tanken da ist, passt das schon. Darf jetzt halt nicht angreifen mit Nahkampf. Harry. Geheilt. Sauerei. Aua, 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 aua! Glück gehabt. Einmal heilen. Der kommt nicht ran. Ah. Na, Mist. Das hab ich besser vorher benutzt. Sehr gut. Hält verhältnismäßig viel aus. Ich hoffe, dass das ein gammeliger Wolf ist. Vermisst, genau, gemisst. Kurz. Ratsch. Sich.
3. Das war schon Schaden. So, endlich. Speed, bla, Wonder of Ice, ja, verkaufen und das war's. Group Heal. Kann er wieder mitnehmen. Sage's Rod. Apprentice Rod. Benutzen, alles verkaufen. Das hier kann. Moment. Vitality? Eigentlich wollte ich das ja noch an sie geben. Da war noch ein Trank. Na! Die sind stark. Hundertzwanzig. Bisschen Heilung geht's natürlich. Oh, ein Haste. Charges itself up. Sauerei. Gehastet oder was? Okay, also die Turrets sind schon böse. Hier haben wir noch einen Edelstein. Haste. Das ist jetzt ihr Tod. Doch nicht. Die sind noch mit Acid geschützt, wenn man sie angreift. Und da wurde sie durchlöchert.
Hallo, wen haben wir denn hier? Starving Hellhound. Na, sonstige Gefährliche an denen ist wahrscheinlich, dass die Feuer spucken. Genau. Aber es macht mittlerweile halt auch proportional so wenig aus, dass es harmlos ist. Einmal Haste. Natürlich alle spucken, dann ist das schon etwas fieser. Cleave, schön. Quatsch. Wir hätten ja ruhig mal Regeneration triggern können. Schweine. Ah, vielleicht funktioniert's. Ne. Die muss ich jetzt heilen. Put. Da haben wir nix. Supi. Da geht's noch tiefer. Bevor ich dann da hingehe, gucke ich mir erst noch den Rest an, wenn man sich den dann angucken kann. Da sind ein sanfter Fallen. Turrets. Terrorhound. Ist das der einzige? Corruption, oder ist ein bisschen stärker, habe ich das Gefühl. Ein bisschen aufteilen. Machen wir mal einen Bolt-Flinger. Also Razor-Flinger.
läuft weiter drauf. Terrified. Und die läuft dann direkt in die Fallen rein. Ist der Group Heal zusammen mit dem mit diesen zwei Kreuzen drauf? Das hier ist ein Single Heal. So, wieder aufteilen ein bisschen. Die geht in den Nahkampf. Turret auch gerade noch so gerettet. Jetzt ist sie kaputt. Feuer! Yes! Glück gehabt. So, und hier haben wir jetzt ein Jerkin of the Wilds. Poison Resistance 50%. Plus 25% to evade attacks. Okay. 50% Poison Resistance ist natürlich schon extrem. Bloß müsste man halt jemanden haben, der das Ding überhaupt tragen will. Evade 25%. Wie viel Schutz macht das? 15. Ich glaube, dann kann er das besser nehmen als das hier. Und hier haben wir noch ein bisschen Kohle drin. So, als sie da zurücklaufen und dann noch da hier. Da ist noch eine Kiste. There are glowing letters floating just above the surface of this obelisk. They look like they could shimmer and change at any moment. They currently read, warning security breach, turrets are currently active. Da gibt's auch noch eine Treppe nach unten. Ja, wollte ich gar nicht. Pitbeard Wolf Beast Storage. Okay. Hallo. Ich
Der läuft weg. Get help. Hilfe. Terrified. Auch kaputt. Na, zwei Stück. Doch ziemlich harmlos. Machen zwar Schaden, wenn sie dann treffen, aber solange der so wenig, irgendwie so wenig treffen wie hier gerade. Battle Frenzy. Guy from somewhere nearby. Der ist weg. So, und die muss ich jetzt mal heilen. Verfehlt, gibt's doch nicht. Ein Tod. So. Na, nichts von Wert. So, machen wir erstmal den einen kaputt, bevor wir zu den nächsten gehen. Ah, da kommen sie. Weg verstopft. Sehr gut. Getötet. Einmal heilen. Bitte. Pit Brett Wolf. Pit Beard Wolf wäre aber auch schön. Okay, dann haben wir hier wieder nichts außer ein Shortbow und Crap, okay. Da ist auch nichts, da liegt ein Javelin rum. Und Rang, okay, nehmen wir mit. Knöpfe sehe ich jetzt hier auch gerade keine. Da oben haben wir sicher auch noch ein kleines Camp mit zwei, drei Dingern drin. Ja. Riposte. Can leave. Battle Frenzy. Nicht schön. Aua. Heilen. Lalalala, patsch, patsch.
So, die Gruppe wäre auch platt. Was haben wir hier? Einen Trank, naja. Kaufen. Das war Clay, oder? Da sehe ich auch keinen Knopf. Rogue Archer. Mhm. Leaven ist ja unfair. Ich finde keinen Spot, wo der die treffen kann. Dann lassen wir es halt cleaven. Regenerating. Oh, die cleaven aber ziemlich böse. Muss ich hier ein bisschen separater aufstellen, sonst gibt es zu viel Schaden. Da läuft noch so ein Hundi durch die Gegend. Gut, kannst du uns irgendwas anschießen? Ja, Schaden wird schön verteilt. Oh, na gut, kann trotzdem treffen. Critical, das ist so ein Match. Mhm, er kann da nicht hinschießen. Terrified, das wird hier nichts mehr nutzen. Hallo, da kommt der nächste. Nur die ist noch halb tot. Was? Battle Frenzy und läuft weg. Okay. Dann werden wir mal warten und der Dinge harren, die da kommen. Da kommen seine Freunde. Okay. Machen wir mal einen
Mist an. Schmerzen, okay. Hier. Der lebt noch. Weg mit euch. Sehr schön. Ja, an der Anzahl sind die schon böse. Okay, da kommen seine Freunde. So, einmal Ice Turret. Heißt, die sollten dadurch jetzt einfach alle gleichzeitig weggepustet werden. Eins, noch ein Pust. Machen aber auch einen Schaden. Halten auch gut was aus. Sehr gut. Ich werde
Nochmal ein Heal getriggert. Nicht schlecht. Ist das? Mack. Ein paar Fälle haben sie gedroppt. Das eine als waren sogar zwei auf einmal. Okay. So, dafür ist das Camp hier unten auch direkt leer. There's a wheel in this alcove. Its wood is rotting and the chains are rusting. Still, with some effort, you are able to turn it a full rotation before it becomes irreparably stuck. Something creaks loudly to the west. Okay, das heißt, hier musste ich sogar durch. Und ich kann jetzt von der anderen Seite die andere Treppe wahrscheinlich dann runterlatschen. Hätte ich es wahrscheinlich einfacher gehabt, die hier da direkt zu töten. Lombo. Weg. Leather Grease. Weg. Da habe ich den Text versehentlich weggeklickt. Four escaped prisoners are waiting for you. None of them are Chabon, but all show signs of his presence. Each wears a hastily built wrist flinger and each has an odd metallic device strapped on his chest. Each device has a red crystal embedded in the front, which glows with a worrying light. When they see that the Hand of Everdon has hunted them down, they launch their suicidal charge. They are very careful, however, to not jostle the devices in their chests too much. Mhm. Cyborgs! Kommt mal her, ihr Cyborgs. Plim. Macht wahrscheinlich am meisten Sinn, die in den Nahkampf zu verwickeln. Zieh dir mal eins mit dir rüber. Interessiert die ziemlich wenig, ob ich im Nahkampf bin oder nicht. Der muss jetzt auf jeden Fall möglichst schnell versterben. Thank you.
Okay, die explodieren quasi, wenn sie sterben. Stiften. Die müssen zur Turret hingelockt werden. Der kann sich leider nicht heilen. So, kommt näher, meine Freunde. Na, die kriegen auch Schaden davon. Die werden anscheinend nicht von der Turret getroffen. Die können auch nicht näher ran. Also, die haben mehr Reichweite als von der Turret. Ist nicht so fair. Doch! Den einen könnte ich zumindest treffen. Und er wird jetzt wohl auch abrauchen. Und finale Schuss. Schön, schön. Dann haben wir hier ein Sheltering Buckler. Plus 10% Heilung. Das ist nicht schlecht. Immer mit. Titan Steel Razor Disc. Oha. Neue Qualitäten hier. Die nehmen wir mal mit für den Dingsherrn. Plus 10 Healing. Ja, auch plus 10 Healing. Auch plus 10 Healing. Plus Evade. Hostile Effect Resistance. Der hat 16 Armor, der 14. Machen wir so. Evade Attacks ist, glaube ich, da sinnvoller. Na gut, dann mache ich auch erstmal einen Schnitt. Und dann bis zum nächsten Mal.